Nach der Stille kommen die Fragen. Die wichtigste und wahrscheinlich die schwierigste überhaupt nach jedem Amoklauf ist die nach dem Warum. Warum töten Amokläufer Menschen? In den kommenden 60 Minuten suchen wir nach Antworten. Das Thema bei Sandra Maischberger. Die Amokläufer. Warum wird aus Hass Mord? Unsere Gäste. Gisela Meyer. Sie verlor ihre Tochter beim Amoklauf von Winnenden. Abner Segashi, seine Schwester, starb beim Münchner Amoklauf im Juli. Pascal Mauf überlebte 1999 als Schüler den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Die Kriminologin Professor Britta Bannenberg hat zahlreiche Amokläufe erforscht und dabei mit Tätern und deren Familien gesprochen. Guten Abend, schön, dass Sie uns zuschauen. Ja, wir haben Gäste hier im Studio, Frau Meyer und Herr Mauf insbesondere und Herr Segashi, die eben selber eine solche Situation, wie der Film sie ja dann nachgestellt hat, erlebt haben. Frau Meyer und Herr Mauf, Sie sehen diesen Film mit anderen Augen. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie so einen Film sehen? Nun gut, ich sehe ihn natürlich mit anderen Augen als denke ich, all diejenigen, die sowas nicht selbst erlebt haben. Es ist so, ich vergleiche natürlich mit dem, was ich weiß, von dem, was in Winnenden passiert ist. Ich sehe Dinge, die erinnern sehr stark an Winnenden-Elemente. Es sind, werden Fragen gestellt, die wir uns gestellt haben. Was erinnert Sie an Winnenden zum Beispiel aus dem Film? Beispielsweise die Rolle des Vaters, ganz klar, auch als eines, der sich zunächst distanziert, der ja zunächst sagt, das geht mich alles gar nichts an, dann aber fragt nach dem Warum, der die entscheidende Frage stellt und sagt, kann man das jemals wohl verstehen? Das sind die Dinge, die wir uns gefragt haben und von denen wir wussten, dass diese Familie sie sich auch fragen wird. Das völlig Überraschende, ein Junge, der als ganz harmloser Teenager, ob er nun glücklich oder weniger glücklich ist, weiß man nicht. So glückliche Teenager gibt es, glaube ich, relativ selten. Irgendein Leid tragen sie alle mit sich, weil das einfach eine schwierige Lebensphase ist. Dieses Bild, auch der Täter von Winnenden wurde ja so beschrieben, als ein zurückgezogener Junge, aber auch ein Junge, von dem man gesagt hat, also völlig unmöglich, das hätten wir uns niemals träumen lassen. Diese Dinge vergleicht man und natürlich dann auch die Schwester, die ältere Schwester, als diejenige, die wusste. Hätte wissen können. Ja, hätte wissen können, aber die geahnt hat, dass da irgendetwas ist, was gar nicht in Ordnung ist. Man vergleicht mit dem, was man weiß, sieht es, ich sehe es, denke ich, zum Teil als durchaus zutreffend und zum Teil, denke ich, trifft es zumindest das, was ich heute weiß, nicht unbedingt. Dann wollen wir das, was zutrifft und nicht zutrifft, nachher vertiefen. Herr Mauf, wie ging es Ihnen? Ich finde, es ist ein sehr ruhiger, aber damit auch sehr eindringlicher Film. Ich merke bei mir jedes Mal, wie es aufwühlt, wie es mich aber auch betroffen macht. Weil es natürlich immer wieder Parallelen gibt. Gerade handelt es sich auch bei dem Film um eine Tat, die in der Schule spielt. Sie so wie ich es auch erlebt habe. Auch wenn die Tat selbst in diesem Film sehr zurückgedrängt ist, sondern eher die Folgen, die Frage nach dem Warum, was hat das mit den Menschen gemacht, das Suchen nach Antworten und da erkenne ich viele Parallelen auch zu dem, was ich erlebt habe. Die Antwort suchen Sie auch noch? Ja, ich bin aber auch der Meinung, dass ich sie für mich nicht werde beantworten können, diese große Frage nach dem Warum, die oft eben über dem Ganzen steht, wenn man damit umgehen muss, damit leben muss. Herr Segashi, München, das ist nicht mal ganze 3 Monate her. Sie sind in einer Familie, die ein Opfer zu beklagen hat. Ihre Schwester wurde getötet. Das ist ein Film, der spielt jetzt nur in der Familie des Täters. Haben Sie überhaupt einen Kopf dafür, wie es denen wohl gehen mag? Oder sagen Sie, was geht mich das an? Nee, es ist schon so, dass man sich die Frage irgendwann stellt. Als es noch ganz frisch war, die Tat, habe ich ehrlich gesagt, da auch wir als Familie nicht viel Gedanken an die Familie des Täters verschwendet, weil wir da im Akt des Trauerns waren und viel Zeit damit verbringen mussten. Aber wenn dann irgendwann stellt man sich schon die Frage, wie wird es wohl denen gehen, weil
wie es den Familien der Opfer geht, kann man nachvollziehen, weil man selbst Opfer geworden ist, sage ich mal. Aber das Problem bei den Familien der Täter ist ja, dass sie erstens genauso wie wir ein Familienmitglied verloren haben, aber gleichzeitig haben sie auch irgendwo die Akzeptanz von der Gesellschaft oder von dem Umkreis, jetzt, in dem sie gelebt haben, teilweise auch verloren. Und da hat der Film jetzt schon mein Interesse geweckt und mir auch teilweise jetzt, das ist gut, das ist ein Film, das ist vielleicht auch ein bisschen anders zur Realität, aber da kann man sich auch in die Familie des Täters vielleicht ein bisschen hineinversetzen. Frau Bandenberg, Sie haben in der langen Zeit, der Sie der Erforschung des Amoks gewidmet haben, sowohl mit Tätern, aber auch mit deren Familien gesprochen, haben Sie Situationen wiedererkannt? Ist es bei allen Familien so, dass Sie erst mal sagen, das ist mein Kind, war es sicherlich nicht? Also eine gewisse Verdrängung erst natürlich da ist. Die Reaktionen bei den Täterfamilien sind sehr unterschiedlich. Die Täterfamilien reden auch nicht so gern mit Forschern. Das ist bei Opferfamilien anders, aber einige haben es getan. Und es macht zum Beispiel einen riesigen Unterschied, ob dem Vater oder beiden auch noch der Vorwurf des ungesicherten Schusswaffenbesitzes gemacht wird. Also wenn der Junge letztlich die Waffe des Vaters zur Tat benutzt hat, was in einigen Fällen, nicht nur in einem der Fall war, dann kommt natürlich der strafrechtliche Schuldvorwurf neben dem moralischen Schuldvorwurf hinzu. Wenn das aber gar nicht der Fall war, dann fragen sich die Eltern natürlich schon, was haben sie übersehen? Und sie haben teilweise auch gesagt, dass sie jahrelang sich mit diesen Fragen gequält haben. Und man kann das dann auch sehr gut sehen, dass teilweise Krankheiten auftreten, dass die Ehen zerbrechen, dass die also auch sehr leiden. Also die Täterfamilien sind im Grunde auch zerstört, genau wie die Opferfamilien. Sie haben für uns netterweise während des Films im Chat gesessen. Sie werden nach unserer Sendung noch Fragen beantworten von den Zuschauern, die uns im Chat erreichen können, aber auch dann über Twitter und Facebook. Wir haben aber aus dem jetzt gelaufenen Chat 3 Fragen einmal herausgeholt. Eine Person namens Schmidt, Mann oder Frau, fragt, gibt es eine Studie, ob die Amok-Täter eher aus behüteten Familien kommen oder sind sie eher Personen, die in den Familien kaum Zuneigung genießen? Lässt sich das beantworten? Ja, das konnten wir sehr gut beantworten. Also es ist anders als bei typischen Gewalttätern, wo man häufig die sogenannten Broken-Home-Verhältnisse findet. Mhm. Das bedeutet, dass dort Gewalt im Spiel ist, Verwahrlosung, Vernachlässigung. Und das ist bei den Amok-Tätern nie der Fall. Nie? Also die Familien sind unauffällig. Sie sind Mittelschichtfamilien oder sogar gut begütert. Das heißt, teilweise gute Verdienste, teilweise materieller Wohlstand auch. Also nicht in jedem Fall gleich, aber doch ein anderes Bild. Also im Grunde würde ein Polizeibeamter sagen, das ist eine ganz normale, gut situierte Familie. Unauffällig wie unauffällig. Die Kinder. Aber wenn wir hinter die Kulissen geschaut haben, dann konnte man immer sehen, dass ein Vertrauensverhältnis der Restfamilie, das bezieht auch Geschwister ein, zu dem späteren Täter niemals da war. Mhm. Also die Jungen waren auch innerhalb der Familie in gewisser Weise isoliert, zurückgezogen, schwer zugänglich, haben an gemeinsamen Mahlzeiten nicht teilgenommen, haben sich also im Grunde auch als Außenseiter in den Familien dargestellt. Nicht aggressiv auffällig, nicht drogensüchtig oder irgendwie extrem auffällig, aber schwer zugänglich, Einzelgänger, Außenseiter auch in der Familie, die viel Zeit am Computer verbringen, im Zimmer hocken, nicht reden. Auch das werden wir gleich noch vertiefen. Ein weiterer Zuschauer hat gefragt, und das beinhaltet ja ein paar Sachen, die Sie schon jetzt gesagt haben. P74 fragt, kann man Amokläufer nicht vorher erkennen, ohne dass sie in die Tiefe gehen? Ja oder nein? Kann man sie vorher erkennen? Die meisten wohl schon, weil sie das Bedürfnis haben, über das, was ihren Kopf so ausfüllt, die planen ja sehr lange, teilweise jahrelang, zu reden. Und dann deuten sie zumindest an. Die machen mittelbare Drohungen. Auch das wollen wir nachher tatsächlich vertiefen. Die dritte Frage, die wir gesehen haben, die wollen wir ganz sicher spätestens am Ende der Sendung stellen. Frank fragt, bei Amok sind doch ganz klar die Eltern schuld. Die Frage, die Antwort von Ihnen, nein, hebe ich jetzt auf. Sie sagen nein. Schon mal ganz klar nein. Auch das wollen wir vertiefen. Wie gesagt, Sie können uns auch während der Sendung noch erreichen. Chat, Twitter, Facebook bleiben offen. Das, was im Film gezeigt wurde, was ja fiktional ist, ist tatsächlich passiert an Orten wie Winnenden, Erfurt und München. Und über diese drei, vielleicht die drei größten Amokläufe in Deutschland in den letzten 15 Jahren, wollen wir gleich sprechen. Ein Amokläufer. Noch nie hat es eine solche Tat. Mehrere Attentäter, mehrere Menschen.
München, 22. Juli. Eine ganze Stadt im Ausnahmezustand. Der 18-jährige Deutsch-Iraner David S. erschießt 9 meist junge Menschen in und vor einem Fastfood-Restaurant neben dem Olympia-Einkaufszentrum. Danach nimmt er sich das Leben. Noch nie hat das eine solche Tat. Winnenden, 11. März 2009. Tim K. tötet mit der Pistole seines Vaters 15 Menschen, überwiegend Mitschüler. Nach einer mehrstündigen Flucht bringt er sich selbst um. Noch nie hat das eine solche Tat. Erfurt, 26. April 2002. Vermutlich aus Rache an den Lehrern tötet der Ex-Schüler Robert S. am Tag der Abiturprüfung 16 Menschen und nach der Tat sich selbst. Vor allem Lehrer werden zu Opfern. Nach jeder Tat stellen sich dieselben Fragen. Warum erschießen junge Männer anscheinend wahllos und ohne jede Empathie Menschen? Müsste ihre Umgebung nicht erkennen, dass Amokschützen ein solches Verbrechen planen? Und sind Eltern der Amoktäter mitverantwortlich? Herr Mauf, wir haben gerade München gesehen. Das ist nun wirklich gerade nicht mal 3 Monate her. Wenn Sie sowas in den Nachrichten sehen, werden Sie schockstarr? Kriegen Sie noch einmal Panikanfälle oder bewegt es Sie im Inneren so, dass Sie sehr aufgewühlt sind? Aufgewühlt trifft das, glaube ich, am ehesten. Das ist eine Mischung aus Bildern, die bei mir da sind, die vom Erlebten herkommen. Es ist aber auch ein Stück weit Wut. Ein Stück weit Wut auf die Menschen, die so etwas tun, wie Robert Steinhäuser das in Erfurt getan hat. Mhm. Aber Wut auch auf die in meinen Augen manchmal nicht ganz konsequente Reaktion auch von Politik. Mhm. Inwiefern? Beispielsweise die Verschärfung von Waffengesetzen. Mhm. Hätte das bei Robert Steinhäuser, dem Attentäter, dem Amokläufer an Ihrer Schule, etwas geholfen? Das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht beurteilen. Aber es hat oder es hätte sicherlich in anderen Fällen geholfen, wie wir auch in dem Film gesehen haben, wie es auch in Winnenden der Fall war, dass derjenige, der dort in die Schule geht, Menschen erschießt, leicht Zugang zu Waffen hat, indem er in Winnenden die Waffe des Vaters nimmt. Mhm. Ich glaube schon, dass es was gebracht hat und das macht mich wütend. Das war der 26. April 2002. An diesem Tag sollten Sie Abiturprüfungen schreiben und hatten einen Teil davon auch schon geschrieben. Ja, einen großen Teil. Es ging um 8 los. Es war die 3. schriftliche und damit letzte schriftliche Prüfung. In meinem Fall Biologie, Grundfach. Und ein großer Teil deswegen, weil es bis um 11 ging, als das dann bei uns passierte. Und es hätte noch bis 11.30 Uhr gehen sollen. Mhm. Was passierte? Wir haben geschrieben, wir haben laute Geräusche im Haus gehört. Es war überhaupt keine Assoziation da, dass es sich um Schüsse handeln könnte, denn also, es war fern jeglicher Vorstellungswelt bei mir, dass es Schüsse sein könnten. Wir dachten, wie ich im Nachhinein auch mit vielen abgleichen konnte, mit denen ich darüber gesprochen habe, es seien Bauarbeiten, es fallen Schränke um. Mhm. Wobei auch das natürlich schwierig gewesen wäre zu Abiturzeiten, ist Ruhe. Und gemerkt, dass es eben gar nicht an dem ist, haben wir als eine Lehrerin, die bei uns im Raum war, zur Tür ist, um zu schauen, was da draußen los ist und um Ruhe zu bitten, in dem gleichen Moment gemerkt, als sie an der Tür war, dass Robert Steinhäuser genau auf der anderen Seite der Tür war und sie erschossen hat. Das heißt, sie ist vor ihren Augen erschossen worden, diese Lehrerin? Ich selbst habe es nicht gesehen, weil das in meinem Rücken stattfand, aber ich habe mich natürlich direkt umgedreht und gesehen, wie sie in den Raum gefallen ist und wie Blut aus ihrem Kopf strömte. Und was passierte dann? Wir sind alle Schüler und weitere Lehrer waren im Raum, instinktiv in eine Ecke des Raumes gegangen, haben uns dort unter Tische gehockt und erstmal gewartet. Die Tür war offen? Die Tür war offen. Wie wurde die und von wem geschlossen? Es hat eine Weile gedauert, bis wir dann aufgestanden sind. Der Lehrer, der mit im Raum war, hat die Tür dann geschlossen. Kurze Zeit darauf hat er die Lehrerin auch ein Stück in den Raum reingezogen und zusammen mit einem anderen Schüler und unserem Lehrer haben wir Schränke vor die Tür geschoben und uns verbarrikadiert. Und sind wie lange in diesem Klassenzimmer geblieben? Wenn ich mich recht entsinne, aber da mag mein Zeitempfinden auch etwas getrübt sein, etwa 2 Stunden. Kam Ihnen das so lang vor in der Situation oder wie läuft das ab? Was macht man 2 Stunden
Wie verhält man sich da? Was geht in einem vor? In der Situation habe ich ohnehin jegliches Zeitgefühl verloren, wie auch in der Zeit danach, also in der unmittelbaren Zeit danach, in den ein, zwei Wochen danach. Tja, was haben wir gemacht? Wir saßen da und haben gewartet. Wussten Sie, was passierte? Hatten Sie eine Verbindung zu der Außenwelt? Konnten Sie rausgucken? Wir konnten rausgucken. Wir waren auf der Seite zum Schulhof, nach hinten. Und wir wussten, was passiert ist, weil eine Schülerin, die ganz hinten im Raum saß, wo die Tür war, gesehen hat, dass jemand geschossen hat. Und sie sagte auch, dass es Robert Steinhäuser. Also sie hat ihn erkannt? Ja. Er hatte eine Maske auf? Er hatte eine Maske auf, aber man hat die Augen gesehen. Und sie hat das an dem Blick, an den Augen erkannt und sagte, das ist Robert gewesen. Mhm. Haben Sie das in dem Moment auch geglaubt? Glaubt man, dass ein Mitschüler, den Sie auch kannten aus der Klasse, so etwas macht? Nein, es ist erstmal eine vollkommen irreale Situation, die nicht greifbar ist und die für mich auch überhaupt nicht fassbar war. Mhm. Ich habe zwar gesehen, klar, real, du bist jetzt hier, es sind deine Mitschüler, dein Lehrer um dich und da liegt eine Leiche und die Blutlache wird immer größer. Draußen schreit noch ein Lehrer um Hilfe, eine unbeschreiblich bedrückende Situation, da hilflos und nicht zu wissen, was passiert, zu warten, dass etwas passiert. Und zwar eine Auflösung der Situation. Mhm. Es ist wie ein Film, der in permanenter Dauerschleife läuft, ohne dass endlich diese erlösende Werbung kommt und eine Pause macht und einen Cut und sagt, es ist Schluss. Wann kam dieser Cut dann irgendwann? Er kam etwa 2 Stunden, nachdem unsere Lehrerin erschossen worden ist. Und da kam so, dass Stimmen näher kamen und dann auch zu unserem Raum und es klopfte und es wurde gesagt, hier ist die Polizei, wer ist da drin? Unser Lehrer hat geantwortet, dass er da sei, so und so viele Schüler. Und dann wurden wir angewiesen, langsam die Tür aufzumachen und alle einzeln nach draußen zu kommen. Mhm. Und sind dann in Sicherheit gebracht worden? Auf direkten Wege? Auf sehr indirekten Wege. Frau Bannenberg kennt das Haus. Wenn Sie sich das vorstellen, Sie sehen das Haus hier, wir waren etwa in der Mitte. Und wir sind einmal nach drüben, dann nach unten eine Etage, ganz auf die andere Seite, dann wieder eine Treppe nach unten und dort in den Raum. Das Schlimme war, dass auf dem Weg dorthin noch viele andere Lehrer lagen. Mhm. Erschossen und auch zu sehen, wer es natürlich war. Mhm. Und dann in dem Raum waren wir erstmal allein, bis dann immer weitere Schüler kamen, die in der Aula, in der letzten Etage ganz oben, auch in diesen Raum gebracht worden sind. Und dann waren wir noch mal 2 Stunden. Und dann irgendwann mal sind Sie rausgekommen. Wann haben Sie sich in Sicherheit gefühlt an diesem Tag? Naja, es war so, dass wir dann, in der letzten Gruppe mit den letzten Lehrern und den letzten Schülern nach draußen sind. Das muss gegen 15 Uhr gewesen sein. Erst auf den Schulhof, dann in die Turnhalle, wo wir gefragt wurden, ob wir Hilfe bräuchten, ob wir was zu trinken bräuchten. Und von dort wiederum einen Straßenzug weiter auf den naheliegenden Sportplatz. Mhm. Dort auch noch mal eine Versorgung durch Sanitäter bei Bedarf. Und vor allen Dingen dort habe ich meine Schwester gesehen. Mhm. Und da wusste ich, jetzt ist es vorbei. Jetzt bin ich draußen und in Sicherheit. Frau Bannenberg, Sie kennen den Fall, Sie kennen das Haus. Hat gerade Herr Mauf ja auch gesagt, dieser Täter, Robert Steinhäuser, hat 12 Lehrer getötet, eine Sekretärin, 2 Schüler, einen Polizisten, der ihm im Weg gewesen ist. Das sieht ja so aus, als ob er die Opfer ziemlich gezielt ausgesucht hätte. Ja, als symbolische Opfergruppe. Also er hat die Gruppe der Lehrer gewählt. Darunter waren Referendarinnen und einzelne Lehrer, die er gar nicht kannte. Mhm. Und es war für ihn schon so, dass er aus seiner Sicht, subjektiver Sicht, Rache an Lehrern genommen hat. Wofür? Ja, und das ist gerade das Irrationale. Es gab nicht wirklich einen Grund. Es wird vielfach auch im Abschlussbericht davon gesprochen, dass er von der Schule verwiesen worden war und dass damit alles für ihn vorbei gewesen sei. Und dass das eine sehr ungerechte Entscheidung war. Und ganz so ist es dann nicht, wenn man das genauer anschaut, weil er sehr wohl als Volljähriger die Möglichkeit hatte, ein anderes Gymnasium zu besuchen. Und er hat diese Termine nicht wahrgenommen, um sich dort vorzustellen. Also das Ganze hatte auch eine längere Vorgeschichte. Nach diesem Schulverweis, der ihn schon ereilt hat, hat er begonnen, die Tat konkret zu planen, die Waffe zu besorgen, die genauen Pläne zu machen, mit Columbine sich massiv zu beschäftigen, das also mit der Tat.
das Attentat in Amerika gewesen. Der Columbine High School, ja. Ganz genau. Aber diese Ideen, die Gedanken, die waren schon vorher da. Er muss die Schule gehasst haben und eben besonders Lehrer, weil er sich sicherlich überfordert fühlte über lange Zeit. Mhm. Bei anderen Amoktätern ist es manchmal anders. Da ist es symbolisch eher die Gruppe der Mitschüler, denen scheinbar alles andere so leicht gelingt, mhm. was den Tätern selbst nicht gelingt. Also es sind nicht die Erfahrungen von Unrecht, schon gar nicht von Mobbing, die einen Täter am Ende zur Tat treiben. Und auch nicht hier ein besonderes Unrecht, das nun in irgendeiner Weise der Schule vorzuwerfen gewesen wäre. Aber die Täter nehmen das so wahr. Und das ist wichtig für das Verständnis. Mhm. Es sind ja sehr seltene Taten. Und die Persönlichkeit dieser Täter, die ist im Grunde dadurch zu beschreiben, dass sie extrem kränkbar sind. Die fühlen sich durch Alltagsgeschehnisse, die ihnen nicht passen, sehr stark persönlich gedemütigt mhm. und wollen dafür Rache nehmen. Aber es ist eben eine subjektive Rache. Der Junge, den wir in dem Film gerade gesehen haben, der wird heftig gemobbt. Mhm. Es werden diese Bilder ins Netz gestellt, wo ihm die Hose ausgezogen wird. Da würde man ja sagen, klar, wenn du das erlebst, dann platzt irgendwann mal etwas in dir und du machst so etwas. Sie sagen, es ist gar nicht zwangsläufig der Grund. Die Darstellung im Film hat mit der Realität nichts zu tun. Aber es gibt Täter, die gemobbt wurden. Das mag sein, aber die wurden nicht zum Amokläufer. Mobbing ist ein Riesenproblem. Es kommt und es häufig auch, vor, es trifft viele. Ja, aber die Amoktaten sind sehr selten. Wir haben in Deutschland bei jungen Tätern und da schon eine hohe Grenze gezogen, bis zum 24. Lebensjahr, bis 1990 zurückgehend, 21 Taten, die wir als Amoktaten bezeichnen würden, gefunden. Mhm. Und von denen wurde ein Täter gemobbt. Und der hat aber auch später andere Menschen attackiert, also nicht diejenigen, die er verantwortlich machte. Und die anderen, die haben sich alle in irgendeiner Weise beeinträchtigt, gemobbt, gedemütigt gefühlt. Aber sie haben alle Personen auch angegriffen, die damit dann gar nichts zu tun hatten. Also nicht, wie man sich das jetzt hier im Film jetzt so vorstellt, dass die Peiniger direkt attackiert wurden. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Der Täter in Winnenden, Frau Meyer, das war am 11. März 2009, hat nicht gezielt Lehrer töten wollen, aber ihre Tochter, die Referendarin war, ist ihm in die Quere gekommen, kann man das so sagen? Ja, und sie war das Beispiel für ein Zufallsopfer. Meine Tochter hat den Täter in ihrem Leben genau ein einziges Mal überhaupt gesehen. Und das war der Augenblick, in dem er sie erschossen hatte. Mhm. Er hatte nämlich, und das ist das Eigenartige in Winnenden gewesen, er hatte die Schule ja schon verlassen. Er war ja gar nicht mehr Schüler dieser Schule. Er hatte einen Realschulabschluss gemacht, mhm. nicht glänzend, aber auch nicht fürchterlich, ganz normalen Durchschnittsabschluss, und hat inzwischen längst eine andere Schule, das sind so 15 Kilometer entfernt, besucht und kam an seine ehemalige Schule zurück. Mhm. Meine Tochter war an dieser Schule Referendarin in der Zeit, in der er schon weg war. Das heißt, er hatte keinerlei Bezug zu ihr. Er konnte ihn gar nicht gehabt haben. Sie ist das, was man wirklich ein Zufallsopfer nennt. Wie haben Sie denn erfahren, dass es etwas an dieser Schule gibt, an dem Tag, an dem das bei Ihnen passiert ist, der 11. März 2009? Auf eine ganz harmlose und einfache Weise. Ich war schlicht und einfach beim Einkaufen. Und ich wurde angesprochen. Man hat gesagt, da ist ein Amoklauf in der Schule. Da ist doch deine Tochter. Und ich sage, ja. Und da ist es mir ganz ähnlich gegangen wie Ihnen, Herr Mauf. Ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Mhm. Weil Amok ist etwas, das gab es in meiner Welt nicht. Und ich habe nicht mal im Leisesten die Dimension dessen erfassen können, was man mir da gerade gesagt hat. Für mich war das in etwa ein Schüler randaliert. Mhm. Das war so die Bedeutung. Schmeißt einen Stuhl durchs Fenster oder irgendwie sowas. Es ist halt ein Riesenkrach und Aufruhr. So, das war alles. Ich habe zuerst auch kaum reagiert. Dann habe ich gesagt, na ja, gut, ich rufe sie mal an, vielleicht braucht sie wirklich Hilfe. Und habe versucht, sie zu erreichen, per Handy, völlig unüblich, weil das habe ich nie getan. Ich hätte sie nie gestört, wenn sie in der Schule war. Sie war 24 zu dem Zeitpunkt und war ganz kurz vor ihrer Abschlussprüfung. Mhm. Im Grunde genommen war sie schon fertig mit ihrem Referendariat. Eine mündliche Prüfung hat gefehlt. Mhm. Es war alles gut, es war alles schön. Ja,
Und dann ging sie nicht ans Telefon, auch unüblich, denn sie wusste, wenn ich anrufe, wäre sie rangegangen, weil das musste irgendwas Besonderes sein. Es war nicht üblich, dass wir telefoniert haben während Unterricht. Dann ging sie nicht dran, bei wiederholten Versuchen auch nicht. Da war dann der Moment, wo ich sagte, jetzt muss ich mal nachschauen. Und habe mir dann Informationen von offiziellen Stellen, also Regierungspräsidium und so weiter, besorgt und habe die Information erhalten, was mich schon entsetzt hat. Es wird geschossen an dieser Schule. Es gibt Verletzte, von Toten war nicht die Rede. Lehrer sind nicht betroffen. Auch wenn es vielleicht herzlos klingt, ich war erleichtert. Sicher. Ich habe gesagt, Gott sei Dank. Dann war meine Vorstellung die, die Information war, die Schule wird evakuiert. Dann war die Vorstellung die, naja gut, sie ist mit aufgeregten Kindern irgendwo anders und braucht Unterstützung und Hilfe, also schauen wir. Inzwischen hatte mich meine jüngere Tochter, damals 14, angerufen. Da muss ich zur Erklärung sagen, die umliegenden Schulen hatten ihre Schüler in den Schulhäusern eingeschlossen, weil der Täter in Winnenden war auf der Flucht. Das heißt, er hätte sich überall hinwenden können, auch in irgendeine andere Schule. Insofern haben andere Schulen erstmal dicht gemacht. Meine jüngere Tochter hatte angerufen und gesagt, ich möchte dahin, ich will meiner Schwester helfen. Und da ich so sicher war, dass es ihr gut geht, habe ich ja gesagt. Habe sie abgeholt an ihrer Schule und bin, das ist ein Fahrweg von 10 Minuten, hingefahren und kam dann in eine Halle, die als Informationszentrum mir zugewiesen wurde. Und da habe ich immer noch völlig selbstgewiss, nur ich habe auch gar nicht gefragt, wie es ihr geht. Ich habe nur gefragt, wo ist sie denn? Weil ich war völlig sicher, dass ich bloß in irgendeine Halle gehen müsste. Und dann kam mehrfach diese Antwort, so in Etappen. Es sieht schlecht aus, sagte mir der Zuständige. Ich kann es Ihnen heute nicht mehr sagen, Notfallseelsorger oder Rotkreuz-Mitarbeiter. Es sieht schlecht aus. Ich habe mich geweigert, das zu verstehen. Ich habe weitergefragt, ja wo, was, wie schlecht. Dann kam die zweite Version, es sieht sehr schlecht aus. Es hat mir bis zum heutigen Tag niemand ins Gesicht gesagt, dass sie tot ist. Es war definitiv meine jüngere Tochter, die das erkannt hat und die es mir gesagt hat, was dieses schlecht zu bedeuten hatte. Ja. Und dann, wie kann ich das beschreiben, das ist wie eine Art Weltuntergang. Es ist tatsächlich so, dass es mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Die nächste Reaktion war, dass ich sagte, ja, dann lasst mich zu ihr. Auch das eine ganz, aus meiner Sicht eine völlig natürliche Reaktion. Das wurde mir dann verwehrt. Ich habe dann die nächsten 2 Stunden damit verbracht, immer wieder zu fragen, zu warten, zu sagen, ich möchte dann den Vorgesetzten jeweils sprechen, ich möchte dahin. Ich habe dann in der Zwischenzeit meinen Mann benachrichtigt, der kam. Auch ja, voll Entsetzen, weil er hatte, ich selbst konnte nicht mit ihm sprechen. Ich konnte den Satz, dass meine Tochter tot ist, über mehrere Monate nicht aussprechen. Das ging nicht, weil ich mich gewehrt habe, das zu verstehen. Er wurde dann benachrichtigt, er ist gekommen. Ich kann es heute nur schwer sagen. Es waren vielleicht 2, 3 Stunden, die wir noch in dieser Halle verbracht haben, wartend. Ob sie die Tochter sehen dass können. Wir einfach zu ihr können. Das ist keine bestimmte Absicht, irgendetwas Bestimmtes zu tun, einfach in ihre Nähe zu kommen. Dann sagte man uns, wir sollen jetzt nach Hause gehen. Das hätte keinen Sinn mehr. Und dann sind wir nach Hause gegangen. Und dann, auch das kann ich bestätigen, ist jegliches Zeitgefühl verloren. Das hat Tage gedauert, bis überhaupt wieder so eine Art Zeitgefühl da war. Haben Sie sich von Ihrer Tochter verabschieden können, wenn es an diesem Moment nicht erlaubt wurde? Sehr viel später. Mit welchem Grund eigentlich? Mit welcher Begründung sagt man einer Mutter, jetzt können Sie nicht zu dem Kind? Ich denke heute, es war zu meinem Schutz. Ich denke, man hat es eigentlich gut gemeint seitens der Hilfskräfte. Und wollte mir wahrscheinlich den Anblick ersparen. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass es völlig falsch war. Denn es hat mich sehr, sehr viel Zeit, ich darf sagen, fast 2 Jahre gekostet, mit dieser Lücke fertig zu werden. Denn ich habe meine Tochter erst wieder gesehen im Sarg. Und es fehlt mir. Es fehlt mir das eigentliche Abschiednehmen. Das war sehr, sehr, sehr schwer zu bewältigen.
kann ich heute sagen, so viel Verständnis ich dafür habe, dass die professionellen Helfer uns Angehörige schützen wollten. Sie erzählen das mit einem, ja, großen, mit einer Selbstverständlichkeit. Sie reden viel über diese Geschichte, die mit Ihnen, bei Ihnen passiert ist. Sie reden auch eben mit Tätern. Ist das für Sie ein Weg gewesen, auch damit klarzukommen, dass man es erzählt, dass man redet darüber? Eigentlich ganz im Gegenteil. Okay. Ich habe darüber geredet, weil ich wichtig fand, ziemlich von Anfang an, Dinge und Erfahrungen, die wir gemacht haben als Angehörige der Opfer, mitzuteilen, damit beispielsweise Fehler sich nicht wiederholen, damit man daraus lernen kann, weil viele Dinge doch, denke ich, wichtig sind. Was die eigentliche Trauer, den eigentlichen Schmerz betrifft, da muss ich sagen, das habe ich mit mir selbst ausgemacht. Und das habe ich eigentlich ganz allein mit mir ausgemacht. Reden. Ganz bewusst und nicht redend, sondern eher schweigend. Frau Bannenberg, dieser Täter, Tim K., hat offenbar eben nicht so gezielt sich seine Opfer gesucht, dass er eben Lehrpersonal treffen wollte, sondern er hat eben auch eine Referendarin getötet, die er gar nicht kannte. Mitleidlos. Gibt es keinen Moment, an dem ein Opfer einen solchen Täter rühren kann, in dem, weiß ich nicht, der aufwacht in so einem Amoklauf? Nein, den gibt es nicht. Wenn ein Amoktäter entschlossen ist, die Tat zu begehen und wenn er anfängt zu schießen oder zu attackieren, dann ist er im Grunde in so einer Art Modus, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wo es keine Emotionen mehr gibt, wenn es die je gab. Bei manchen muss man auch eine sehr große emotionale Kälte ohnehin unterstellen. Aber die bereiten sich geistig durch Identifikation über Videos mit anderen Taten so lange darauf vor. In dem Moment, wo das dann losgeht, da ist erstmal jeder in Lebensgefahr, der in der Nähe ist. Mhm. Manchmal haben die Vorstellungen, wie auch im Fall Winnenden, in 2, 3 Klassen besonders Mädchen zu attackieren, aber nicht bestimmte, sondern als Gruppe. Und danach war alles egal. Mhm. Danach waren Nina Meyer, aber auch andere einfach im Weg. Mhm. Da war der Gärtner auf dem Gelände. Da war am Ende in dem Gebiet in Wendlingen erstmal jeder Polizeibeamte Ziel, ja, aber auch völlig unbeteiligte Menschen, die auch mit der Schule dann nichts mehr zu tun hatten, wie ein Käufer in einem Autohaus. Er wollte ein Auto, er wollte in ein Autohaus ein Auto bekommen, der Verkäufer, ja, und sein Kunde haben... Ob er das Auto noch wollte, ich glaube, er wollte nur noch zerstören, aha, so viel wie möglich. Da war ja schon eine Zeitspanne dazwischen und am Ende hat er sich selbst erschossen. Aber nach einer langen Flucht. Ja. Man hat immer das Bild von einem Täter, der eben, wie eben es in dem Fall in Erfurt war, in seine Opfer trifft, sie erschießt und wenn er auswegslos dann in der Ecke steht, dann erschießt er sich selber. Dieser Tim K. ist geflohen und zwar lange und hat sich auch dem Zugriff widersetzt, hat auf Polizisten geschossen. Er ist nicht geflohen in dem eigentlichen Sinne, um sich zu verbergen, sondern um an einem anderen Tatort den ultimativen Showdown zu beenden. Mhm. Also diese Täter sehen ihren eigenen Tod schon. Mhm. Und wie lange einer tötet, um es wirklich so knallhart zu sagen, das ist Zufall, das weiß der Täter selber nicht. Mhm. Ich habe mit einigen ja sprechen können und die haben das die überlebt haben. Ja, die konnten das sagen. Die konnten sagen, ja, ich war dann schon entschlossen und wollte das so und so machen. Und manche konnten aber, nachdem sie das erste Opfer attackiert haben, irgendwie nicht weitermachen. Die haben gesagt, ich hätte gewollt, aber ich konnte nicht. Das sind dann auch die, wo der Suizid nicht klappt? Genau, wenn auch die Schusswaffe zum Beispiel fehlte, weil sie andere Tatmittel benutzt haben, dann ist es eben nicht so desaströs. Aber mit einer Schusswaffe lässt sich eben auch unheimlich viel Unheil anrichten. Mhm. Und da, wie es war ja Ihre Frage, auf Mitleid zu hoffen oder wie es im Film dargestellt wurde, so eine gewisse... Dass er weint. Ja, also ein Dialog geradezu mit dem einen Opfer, dieser Professorin, die dann im Grunde, ja, ein wenig verschont wurde. Das gibt es nicht in der Realität. Wobei der Täter in Erfurt am Ende von einem Lehrer, der sich ihm entgegengestellt, mhm, hat, der, ja, Heise, der dann, mhm, auch so einer gewissen Berühmtheit gelangt ist, der hat ihn ja dazu gebracht, dass er aufhört. Indem da er war aber Schluss mit Töten. Also dieses im Dialog mit dem einen Opfer da noch irgendwelche Gefühle zeigen, das meine ich, das, mhm, ist nicht. Also es wird dann getötet
rücksichtslos, kompromisslos. Und wenn Ende ist, ist Ende. Dann werden auch manche verschont. Aber diese emotionalen Dialoge, die sind beim Amokläufer überhaupt nicht denkbar. Das ist eher so eine Geiselnehmermentalität. Mhm. Menschen, die noch andere Ziele haben mit ihrer Tat. Das will ein Amokläufer ja nicht. München ist insofern etwas anderes, weil diese beiden Fälle spielen sich an Schulen ab. Das heißt, also, da ist ein Bezug zumindest auch ein Gewesener. Da geht einer hin, der weiß, wo er ist. Der Täter in München ist in einen öffentlichen Raum gegangen. Ist das eine andere Qualität eines solchen Amoklaufs? Ich glaube, seit München haben wir eine andere Qualität. Ich bin mir relativ sicher, ohne jetzt die Akten in München zu kennen, dass der Täter sicher auch über eine Tat an einer Schule nachgedacht hatte. Aber wir haben seit Paris eine andere Welt. Mhm. Also Europa muss mit einem Terroranschlag rechnen. Und wir haben ja auch Würzburg und danach Ansbach gehabt. Aber ich glaube, vor allem Paris hat natürlich viele angeregt im Sinne von, geh in die Öffentlichkeit, mach eine besonders grandiose Tat. Und das triggert auch Amokläufer. Also auch solche, die vielleicht daran denken, an ihrer Schule die Tat zu verüben, die sehen natürlich, wenn ich in die Innenstadt gehe, in den öffentlichen Raum, und es gibt ja noch weitere Elemente, die Schusswaffe wurde im Darknet besorgt, im also Fall München. Also in dem Teil des Internets, der ja nicht für alle zugänglich ist, jedenfalls. Und das ist jetzt ein Modell für alle, die danach kommen. Das heißt, diese Terrortaten, die sind auch Vorbild für Amokläufer und teilweise umgekehrt. Mhm. Es geht um die Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum, um die grandiose Tat, die dann auch von den Medien mitinszeniert wird. Das kalkulieren die Täter sehr wohl ein. Wobei die Medien in diesem Fall auch in München, Herr Segashi, ja dann auch diejenigen sind, die vor Ort sind und filmen und dann eben durch auch das Hochladen von kleinen Filmen auch dazu geführt haben, dass eine ganze Stadt eine Nacht lang mehr oder weniger dann lahmgelegt war. Das war am 22. Juli. Ihre Schwester war im Olympia-Einkaufszentrum. Wann haben Sie denn erfahren, dass Ihre Schwester da ist, wo gerade geschossen wird und wie? Sie war nicht im Olympia-Einkaufszentrum, sie war im McDonald's davor. Gegenüber, genau. Ich war mit ihr zu Hause, also ich habe sie als Letzter gesehen noch von uns. Sie hat das Haus verlassen, hat mir gesagt, dass sie dort hingehen wird, wahrscheinlich. Sie meinte vielleicht nicht direkt dorthin, aber sie wird dort sein. Ja, dann war ich zu Hause und habe von einem Freund vielleicht eine halbe Stunde später eine Nachricht auf meinem Handy bekommen, dass ich nicht ins Einkaufszentrum gehen soll, weil da einer mit einer Waffe ist und um sich schießt. Mhm. Ja, und das war für mich so ein Schockmoment, weil ich mir in dem Moment ziemlich sicher war, dass sie dort sein dort wäre. Ja, und dann habe ich mich auch direkt auf den Weg gemacht, wollte dahin, aber da war alles abgesperrt schon. Es ging ziemlich schnell. Mhm. Es waren ziemlich schnell die Videos online und man konnte schon die ersten Opfer konnte man erkennen auf diesen Videos. Ja, und dann haben sie mich dort nicht hingelassen. Und dann habe ich angefangen, habe ich erstmal, ich glaube, eine Stunde im Auto gesessen. Haben Sie versucht, Ihre Schwester zu erreichen? Hat ja, das Handy? Die ganze Zeit. Aber nicht rangegangen? Ist nicht rangegangen, nee. Ich habe ihr geschrieben. Ich habe sie angerufen, ich habe ihre Freundin angerufen, mit der sie unterwegs war, die übrigens auch gestorben ist. Aber ich habe da keine Antwort bekommen. Und in dem Moment bin ich mir so im Klaren darüber gewesen, was passieren würde, wenn es so ist, dass sie echt gestorben ist. Mhm. Und da saß ich erst mal eine Stunde im Auto und wusste nicht, was ich machen soll. Ich dachte, wenn ich jetzt in die Krankenhäuser fahre, so schnell wären die Opfer vielleicht noch gar nicht dort oder es gibt noch keine genauen Identifizierungen. Und ja, dann habe ich einfach nur im Radio gehört und das Ganze verfolgt. Und dann habe ich angefangen, die Krankenhäuser abzufahren. Und die haben mir erstmal alle versichert, dass sie keine Opfer haben, beziehungsweise keine weiblichen Opfer. Mhm. Ich war in den Kinderkliniken, in den städtischen und staatlichen Krankenhäusern. Schwester war 14 zu dem Zeitpunkt? 14 Jahre alt war sie, genau. Und die haben mir alle eigentlich so ziemlich versichert, dass da keine weiblichen Opfer sind und vor allem auch keine in so jungen Jahren. Ja, und dann habe ich auch angefangen, bei den Polizeistationen anzufragen. Aber anfangs war so viel los und es gab so viele Notrufe, dass da wirklich gar keine Informationen rausgekommen sind.
Das waren alles nur Spekulationen. Und ja, aber irgendwie konnte ich auch jetzt keine Ruhe geben. Ich meine, es ging ja so um meine Schwester. Und ich habe einfach so, es war so ein Kreislauf. Ich bin in jedes Krankenhaus jede Stunde mal gefahren, um zu fragen. Ja, und die Suche ging eigentlich, also 12 Stunden war ich unterwegs, bis um 6 Uhr morgens. Da war ich dann auch bei der letzten Polizeistation in München. Da habe ich denen auch meine Lage noch mal geschildert und habe gesagt, dass ich jetzt echt wissen muss, was Sache ist, weil ich, diese Ungewissheit hat viel zu viel Kraft gekostet. Und der Gedanke, dass sie vielleicht stirbt oder vielleicht schon tot ist, der hat ebenfalls sehr viel Kraft gekostet. Und das habe ich dem auch so erklärt. Und das war so ein Moment, wo, bei dem ich nicht wirklich wusste, was jetzt los ist. Weil auf der einen Seite habe ich mitbekommen, dass die Liste der Toten schon feststeht und der Name meiner Schwester nicht draufsteht. Das hat man Ihnen gesagt? Ja, das hat man mir gesagt. Und man hat mir auch versichert, dass die Liste jetzt vollständig ist und da keine weiteren Toten mehr kommen werden. ja, in dem Moment wollte ich dann meinen Vater erreichen, der hat zu Hause mit meiner Mutter und gewartet. Ich wollte ihm gerade so die gute Nachricht überbringen und der hat dann gemeint, ich soll jetzt nach Hause kommen, weil alles vorbei ist. Und das war so ein Moment, in dem ich so echt zwiegespalten war. Ich wusste jetzt nicht, erwartet mich meine Schwester zu Hause oder erwartet mich die Nachricht, dass sie jetzt tot ist. Ja, dann habe ich mich auf den Weg nach Hause gemacht. Und als ich geklingelt habe, hat mir dann ein Polizist die Tür aufgemacht. Mhm. Und da standen die Polizisten im Flur, Psychologen, Sanitäter. Meine Mutter war in der Küche und mein Vater war im Zimmer von meiner Schwester. Meine andere Schwester, die war zu dem Zeitpunkt in Tschechien. Ja. Mit der Arbeit. Genau, mit ihrer Arbeit. Das war ein so. Wer hat Ihnen denn dann gesagt, was passiert war? Niemand. Niemand? Ich wusste es, als ich drin war. In dem Moment konnte ich auch gar nicht trauern. Es war ein sehr, also den Moment kann ich auch nicht wirklich beschreiben, weil ich bin reingekommen und habe meine Mutter gesehen, wie ich sie noch nie davor erlebt habe. Und die ist mir in meine Arme gelaufen und dann habe ich die Polizisten angeschaut und ich glaube, die haben verstanden, was ich meinte. Ich wollte einfach wissen, ob meine Schwester jetzt wirklich tot ist. Und so eine direkte Antwort habe ich auch nicht bekommen. Mir hat bis heute keiner, wie Sie schon gesagt haben, keiner gesagt, ja, deine Schwester ist gestorben. Aber die Situation also, hat von selbst gesprochen. War ich in dem Moment, wie gesagt, konnte ich nicht trauern. Ich war auf der einen Seite, musste ich bei meiner Mutter sein, dann war ich bei meinem Vater, dann hatte ich die Aufgabe, meiner Schwester mitzuteilen, dass unsere Schwester gestorben ist. Und das war auch wie in dem Film, den wir gesehen haben, musste ich die Rolle übernehmen, dass ich mich etwas von den Emotionen distanziere und schaue, das ist jetzt erstmal, wie ich das alles hinbekomme. Die Familie ist nicht klein. Sie haben dann Unterstützung auch bekommen. Kriegen Sie auch professionelle Unterstützung, Sie und Ihre Familie? Meine Eltern und meine Schwester, die gehen zum Psychologen, ja, die bekommen Hilfe. Und Sie? Das war auch eine Sache, die sie selber wollten. Bei mir war das so, dass ich nach der Beerdigung meiner Schwester, die übrigens in unserer Heimat stattgefunden hat, genau, bin ich sofort zurück, weil ich mir im Klaren darüber war, was mich erwartet. Ich wusste, dass wenn ich jetzt nach Hause komme, dass es erstmal schwierig wird, das Ganze zu realisieren, weil es in den ersten Tagen und Wochen auch wirklich unglaublich war. Man konnte nicht glauben, dass das jetzt alles wirklich passiert ist. Man fragt sich, wieso, und es kommen Fragen auf die es keine Antworten gibt. Haben Sie denn für sich versucht, eine Antwort zu finden? Sie wissen wahrscheinlich das, was wir alle wissen, aus der Zeitung über diesen jungen Mann, der da um sich geschossen hat und gezielt getötet hat. Klar habe ich mich gefragt, warum. Ich jetzt, weil meine Schwester gestorben ist, habe ich mich natürlich gefragt, warum sie. Obwohl die Frage eigentlich gleichgültig ist, da fragt sich, glaube ich, jeder der Betroffenen, warum mein Kind oder warum genau mein Freund, sage ich mal. Aber vielleicht war es auch einfach Zufall oder Schicksal. Oder ich bin jetzt nicht so, dass ich mir Fragen stelle und
bei denen ich weiß, dass es nie eine wirkliche Antwort geben wird, die mich zufriedenstellt. Mhm. Weil selbst wenn es eine Antwort gibt, ändert es nichts an der Situation, die wir jetzt zu Hause haben. Wie gesagt, meine Eltern bekommen psychologische Hilfe. Ich bin mit Absicht vorher gekommen. Meine Eltern haben noch einen Monat in der Heimat verbracht, weil ich einfach wusste, wenn wir zusammenkommen, trifft uns dieser Schock, dass sie jetzt wirklich nicht mehr da ist, alle auf einmal. Mhm. Wenn ich aber früher da bin, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht etwas schneller damit klarkomme, mhm. um meinen Eltern dann so ein bisschen eine Stütze zu sein. Aber ich persönlich habe keine psychologische Hilfe bis jetzt in Anspruch genommen. Bis jetzt muss ich wirklich sagen, dass meine Freunde und unsere Familie uns da wirklich sehr, sehr gut unterstützen. Und ich bin bis jetzt der Meinung, dass ich momentan noch keine psychologische Hilfe brauche, beziehungsweise noch keine haben möchte. Und ein Fußballverein, glaube ich, der auch ziemlich hilfreich ist. Ja, genau. Auch am Anfang da auf jeden Fall war, Frau Bannenberg. Die Frage nach dem Warum ist ja deshalb wahrscheinlich dann irgendwann mal an irgendeinem Punkt wichtig, weil man sich immer denkt, wenn man weiß, wer es aus welchen Gründen tut, könnte man vielleicht solche Taten erkennen und vielleicht dann eben auch verhindern. Also Sie haben schon ein paar Sachen gesagt, was diese Täter gemeinsam haben. Mhm. Es sind junge Männer meist, mhm. wahrscheinlich ganz wenig Frauen oder gibt es überhaupt welche? Sehr wenige Mädchen und Frauen, ja. Sie fühlen sich gekränkt. Was wissen Sie noch über diese Art von Täter? Also im Grunde kann man sagen, so schwer das dem Außenstehenden erscheinen mag, dass die persönlichkeitsgestört sind. Also sie sind einfach nicht normal. Sie haben eine Persönlichkeit, die sehr stark narzisstisch ist, die sehr egoistisch, nicht empathisch ist. Also narzisstisch heißt, man bezieht sich immer nur auf sich selber? Man ist unheimlich egozentrisch, also das heißt egoistisch, egozentrisch. Man bezieht auf sich selbst, man kann sich nicht in andere hineinversetzen, man ist nicht empathisch. Also man kann überhaupt mit anderen nicht mitfühlen und fühlt sich aber ständig schlecht behandelt, gedemütigt, gekränkt und zwar von allem und jedem. Mhm. Und dann ist es ja interessant, warum wird dann getötet? Warum? Also das ist eine längere Entwicklung, wo man nachvollziehen kann, wir haben die Akten bekommen, wir haben mit Tätern ja teilweise gesprochen, aber vor allem haben sie selber teilweise Zeugnisse hinterlassen, das heißt so eine Art Tagebücher. Weil sie lange planen, das haben Sie auch gesagt, das eint Sie auch. Das ist nicht spontan, es ist eben nicht eine Explosion, die von heute auf gleich kommt, sondern es ist lange geplant. Es ist teilweise bis zu 4 Jahre gewesen, wo solche Gedanken an die Tat schon da waren. Und dann werden diese Hassgedanken niedergelegt. Also man schreibt möglicherweise eine Todesliste, aber nicht, um dann am Ende genau diese Personen zu attackieren, sondern um erstmal dem Hass Ausdruck zu verleihen. Die und die mag ich überhaupt gar nicht. Und die würde ich am liebsten umbringen. Aber dann ist so ein solcher Täter noch nicht so weit, dass er schon zur Tat schreiten kann. Die brauchen eine längere Phase, wo sie sich identifizieren können mit anderen. Und da spielen Vorbilder eine ganz große Rolle. Also diese Tat an der Columbine High School, die ist bis heute in Amerika und bei uns hochrelevant. Da gibt es Originalvideos im Internet von der Tat. Es gibt Selbstzeugnisse mit Gewaltrechtfertigungen. Die Täter stilisieren sich alle selbst als Mobbingopfer. Aber sie attackieren ja nie vermeintliche Peiniger, sondern sie wollen mit der Tat berühmt werden im negativen Sinne. Und das ist völlig irrational. Dieser Täter hier in München war in Winnenden vor Ort. Ja. Er hat dort sich angeschaut, was eben sein offensichtliches Vorbild da gemacht hat. Und er hat offensichtlich Bücher gelesen über den Amoklauf. Ja, und im Buch von Langman zum Beispiel. Und er hat es an einem Jahrestag getan. Ja, absolut. Das an sind dem ganz Jahrestag viele des Amokläufers. Mhm. In Norwegen. Ja, es sind sehr typische Versatzstücke, die auf Identifikation schließen lassen. Mhm. Im Buch von Langman, das er ja auch besessen haben soll, wird sehr breit über die Tat an der Columbine High School berichtet. Er ist dann sicherlich im Internet gewesen. Also keiner der deutschen Amoktäter hat sich nicht mit Columbine beschäftigt. Mhm. Die sind darauf alle sehr, sehr intensiv abgefahren. Und das heißt, die haben sich in die Rolle der Täter hineinversetzt, Monate bevor sie überhaupt die konkrete Tatplanung begonnen haben. Die Frage, die sich dann stellt, ist, kann man das denn ahnen? Also zwei der Täter, über die wir heute reden, waren in psychiatrischer, psychologischer Behandlung. Das war der junge Mann aus München eben. Und es war
Es waren nicht nur Winnen, denn es waren mehrere, ja. Weil die schon hätte spüren. Erkennen können, ja. hätte man eine Chance gehabt als Mitschüler, als Eltern zu sehen, da ist was als Therapeut. Es sind verschiedene Ebenen. Sie haben ja gesagt, die Psychiater, bei denen man eventuell selber hingeht als späterer Täter. Also die spüren, sie sind nicht so ganz normal. Sie sind auch nicht immer glücklich. Also das, trotz allem Hass ist da eben auch was Verzweifeltes zum Teil oder zumindest etwas Negatives, Depressives. Mhm. Nicht die Krankheit Depression, aber doch manchmal ein sehr unglückliches Gefühl. Warum gelingt anderen das Leben so gut und warum mir so schlecht? Das wird aber nicht professionell mit Reifeprozessen bewältigt, sondern das wird so bewältigt, dass man sagt, und ihr seid alle schuld, dass es mir so schlecht geht. Und das ist eben ein Anzeichen einer sehr negativen Persönlichkeitsentwicklung. Die kann in einem günstigen Fall ein Psychiater vielleicht erkennen, ein Psychotherapeut, ein verständiger Erwachsener, mit dem ein solcher Junge vielleicht mal redet. Es können aber insbesondere die Mitschüler sein, und das sind eigentlich die wichtigsten Quellen, die nämlich merken, dass sich die Hinweise häufen. Also die sagen nicht unbedingt, ich mache am 22.07. einen Amoklauf. Aber die sagen möglicherweise, hier wird noch was ganz Großartiges passieren. Und sowas wie in Winnenden war nicht genug. Ich kann das besser. Haben das Sie haben ja einen gekannt, das ist ein Mitschüler von Ihnen gewesen, Robert Steinhäuser. Mhm. War der in irgendeiner Art und Weise auffällig? Die Auffälligkeit für mich war, dass er unauffällig war. Was die Sache ja nicht leichter macht. Genau. Also er war ein ruhiger Schüler, so wie ich ihn wahrgenommen habe. Er saß in der letzten Reihe und mal ganz platt gesagt, er hat sein Ding gemacht, hat sich aber auch relativ wenig für das interessiert, was so im Unterricht passiert. Mhm. Eine Szene ist mir in Erinnerung, er sollte zu einer mündlichen Leistungskontrolle nach vorne kommen, was sagen, hat das auch getan, hat aber auf keine Frage antworten können und die Lehrerin sagte, na gut, Robert, das sind dann aber null Punkte, mehr kann ich dir dafür nicht geben. Und er hat gesagt, das ist okay. Und hat sich nach hinten wieder gesetzt und das so weiterverfolgt. Hat auch manchmal geschlafen im Unterricht, war aber nicht so auffällig, dass ich gemerkt habe, da läuft was richtig schief. Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Denn das ist ja auch die Frage nach dem Warum. Auch die Frage, die ich mir gestellt habe, welche Schuld hast denn du? Welche Schuld hat die Schule? Welche Schuld haben die Eltern? Also diese große Frage nach dem Warum habe ich auch versucht, für mich zu beantworten. Denn ich habe ihn ja kennengelernt. Mhm. Ich habe anderthalb Jahre meiner Schulzeit zusammen mit ihm verbracht. Und bin aber zu dem Ergebnis gekommen, ich habe nichts erkannt. Mhm. Er war ein halbes Jahr nicht mehr in der Schule. Er hat es seinen Eltern nicht gesagt. Das heißt, die Eltern hatten offensichtlich keine Chance zu sehen, dass da etwas passiert. Und das ist die große Frage, die wir am Anfang eben auch von Ihnen im Chat gestellt bekommen haben. Sind die Eltern eigentlich immer schuld? Das ist die Frage, die insbesondere der Film stellt. Deswegen wollen wir da noch mal einen längeren Augenblick verweilen. Paula, ich habe mir überlegt, wir sollten einen Entschuldigungsbrief schreiben. Dafür, dass ich den Felix zur Welt gebracht habe? Paula. Oder dass ich versucht habe, ihn in Liebe großzuziehen und zu einem anständigen Menschen zu machen? Soll ich mich dafür entschuldigen? Ja? Die Eltern von Amokläufern wollen oft lange Zeit nicht wahrhaben, dass ihr Sohn zum Mörder wurde, stellen sich schützend vor ihn. So auch Sue Klebold. Bis heute fällt es ihr schwer, ihren 17-jährigen Sohn einen Mörder zu nennen. Dylan Klebold erlangte 1999 weltweit traurige Berühmtheit als Amokläufer. Gemeinsam mit einem Freund tötete er an der Columbine High School 13 Menschen. Ich brauchte eine sehr lange Zeit, Monate, um zu verstehen, dass mein Sohn tatsächlich für die Morde und die Verletzungen verantwortlich war. Bis dahin habe ich das immer geleugnet. Er war dort, aber er hat wirklich niemanden getötet. Sie kann sich die Tat bis heute kaum erklären. Ich lebte in der Illusion, unsere Liebe allein reiche aus, um aus ihm einen empathischen Menschen zu machen. Nach allen Maßstäben, die ich kenne, war ich eine gute Mutter. Dylan war ein fröhlicher Junge. Wir nannten ihn unseren Sonnenschein. Dass ihr Sohn gewalttätige Filme mochte, stundenlang Killerspiele am Computer spielte, wusste sie. Dass er hasserfüllt über lange Zeit den Mord an seinen Mitschülern plante, habe sie nicht bemerkt. Dylan konnte gut verschleiern, was wirklich in ihm vorging. Wir sind alle auf ihn hereingefallen. Seine Lebenslüge ist das Schlimmste für mich. Ich will mich aber auf keinen Fall aus der Verantwortung stehlen. Machte sich Sue Klebold mitschuldig?
Frau Bannenberg, das ist die Frage, die Sie vorher auch gestellt bekommen haben. Bei Amok sind doch ganz klar die Eltern schuld. Sie haben gesagt, nein. Nein, würde ich auch nicht sagen. Außer Sie bewahren Ihre Schusswaffen nicht ordentlich auf. Das also dann ist man gesagt. Auf einer anderen Ebene, dann ist man auf der strafrechtlichen Mitschuldebene ganz klar. Aber wenn das nicht der Fall ist, müssen Sie nicht erkennen, dass das eigene Kind, dass da etwas in dem Kind eben vor sich geht, dass er sich nicht mehr zum Mittagessen, zur Familie oder zum Abendessen setzt? Ja, das sind diese Dinge, wo man eben überlegen kann, hätten die Eltern dort etwas anders machen können? Und hätten sie es erkennen können? Das ist ja die große Frage. Das ist schon wieder eine sehr weitgehende Frage. Also ich würde schon sagen, wenn man sich ein ideales Elternhaus vorstellt, könnte manches besser laufen. Also zum Beispiel miteinander reden, Vertrauen aufbauen, ein vertrauensvolles Verhältnis haben. Aber bis zu dem Vorwurf, die Eltern sind schuld an dieser Entwicklung, ist das doch noch ein sehr weiter Weg. Und das so weit würde ich nicht gehen. Diese Eltern misshandeln ihre Kinder nicht. Sie schlagen sie nicht. Sie lassen sie nicht verwahrlosen. Sie sind auf einer emotionalen Ebene mit ihnen nicht verbunden. Und wer daran die Schuld trägt, vielleicht ja auch der Junge selbst, der mit seiner unempathischen, relativ gefühlskalten Art und der Persönlichkeitsentwicklung, die eben sehr schwierig ist, sehr verschlossen ist, die Eltern ja vielleicht auch nicht an sich ranlässt. Also das nun als Schuldvorwurf umzumünzen, das würde ich nicht tun. Okay. Frau Meier, zu Ihnen kommen manche dieser, ich sage jetzt mal, potenziellen Amokläufer, weil Sie in der Initiativen sind, die dann eben auch von Jugendrichtern angesprochen werden. Wenn da jemand vor Ihnen ist, von dem es Hinweise gegeben hat, der sich schon so geäußert hat, dann kriegt er eine Strafe aufgebrummt, und zwar mit Ihnen zu reden. Ja. Eine Stunde lang. Dann haben Sie also diese jungen Leute vor sich sitzen. Würden Sie denn sagen, man könnte erkennen, als Außenstehender auch, wer da sitzt und ob jemand dann etwas wirklich tut oder nicht? Nein, auf gar keinen Fall. Also innerhalb einer Stunde, das wäre mehr als vermessen, wenn ich sagen würde, ja, ich kann jetzt ganz klar erkennen, ob er wirklich etwas tut oder nicht. Nein, diese Gespräche haben einen ganz anderen Sinn, und ich denke, den erfüllen sie auch recht gut. Das sind junge Menschen, die sich mit diesem Gedanken tragen, die in irgendeiner Weise auffällig geworden sind. Je nachdem, wie weit sie gegangen sind, ob sie der eine oder andere sich schon mal eine Waffe besorgt hat. Und sie sind dann ja dazu verurteilt worden, mit mir konfrontiert zu werden. Was ich immer sagen kann, ist, das sind auch junge Männer, Jungs. Es war in den Jahren nur ein einziges Mal ein Mädchen dabei, die im virtuellen Raum alle möglichen Gedanken durchspielen. Der eine oder andere hat irgendwelche Drohungen in irgendwelchen Zusammenhängen in seinen Schulen oder Ausbildungsräumen den anderen gegeben. Und was ganz auffallend ist, und das wird dann auch ganz klar geäußert, ist, dass ein ganz großer Unterschied ist zwischen dem, was im virtuellen Raum, in diesen Gedanken, in diesen Köpfen sich abspielt, und der Realität. Wenn Sie dann einem Menschen gegenüber sitzen, so wie mir, der lebendig ist, dem man die Hand geben kann, der dann da sitzt und der sagt, ja, und übrigens, und das war so, dann habe ich auch schon Dinge gehört, eigentlich war es für mich bisher wie Kino. Jetzt merke ich, dass das anders ist. Und das ist so dieser Moment, wo ich denke, da ist dann etwas passiert. Aber es waren auch schon Jungs da, bei denen ich sagen muss, da ist gar nichts passiert. Die hatten sich längst abgekapselt. Die waren relativ unbeeindruckt und sind dann auch wieder gegangen. Insofern, da in solchen Fällen, ich schreibe jedes Mal schlicht eine Rückmeldung an das jeweilige Jugendgericht. Was dann weiterhin geschieht, kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Aber das zeigt ja, dass es gibt also Hinweise, es gibt bestimmte Persönlichkeitsstrukturen, und es gibt vielleicht die Möglichkeit, wenn man es frühzeitig sensibilisiert erkennt, dass man etwas tun kann. Ich lasse es jetzt einmal so stehen, denn tatsächlich warten die Kollegen in Hamburg schon mit den Tagesthemen und Pina Atalay mit dem, was das Tagesthema heute bei euch ist. Was ist es? Guten Abend. Ja. Guten Abend, Sandra. Im Fall des terrorverdächtigen Syrers, der vor kurzem in Leipzig festgenommen wurde, gibt es seit wenigen Minuten Neuigkeiten. Der Mann soll in Untersuchungshaft Suizid begangen haben. Mehr dazu jetzt in den Tagesthemen.
Auch das ein schwieriges Thema. Herzlichen Dank nach Hamburg. Vielen Dank an meine Runde. Vielen Dank für die Aufklärung, die Sie heute geleistet haben. Wenn Sie noch Fragen haben, auch an Frau Bannenberg. Sie wird weiterhin jetzt im Chat diese Fragen für Sie beantworten können. Und Sie können uns weiter auch über Twitter und Facebook erreichen. Und wir greifen so viel auf, wie wir können. Wir haben in den nächsten Wochen eine Sendung geplant zum Thema, wie erleben Sie oder wie leben Sie den Islam in Deutschland? Und in dieser Sendung wollen wir Sie auch zu Wort kommen lassen. Deswegen interessiert uns Ihre Meinung. Bitte schreiben Sie uns Mails, schreiben Sie an Zuschauertalk@maischberger.tv, die Adresse ist neu, oder besuchen Sie uns auf der Homepage. Dann sehen wir uns in 3 Wochen wieder an dieser Stelle. Schönen Abend. I'm sorry.